So, dann auf ihn. Schlossknacken. Schafft sie nicht. Ha. Irgendein Schlüssel benutzen? Können wir so direkt nicht. Das heißt, wenn wir den richtigen hätten, hätte sie es schon benutzt. Knacken? Nein. Haha, klappt doch. Okay, rein da. Was? Zwei Orks? Nee. Und damit werden auch die Pfeile von Yallen alle. Na gut. Aber das war nicht ganz, was wir erwartet haben. Also ja, je mehr tote Orks, desto besser. Aber es wäre schon schön, wenn das Anführer gewesen wären. Und wirklich gekämpft wie Anführer haben die ja nicht gerade. Noch eine Tür. Hier liegen einige Waffen, die wohl für die Arena-Kämpfer gedacht sind. Eine Arena? Schauen wir mal nach. Morgenstern, Schild, Speere, Dolche. So, noch eine Tür. Schloss knacken. Eben als sich die Tür hebt, hört ihr ein leises Knurren. Und schon kommt eine Meute geifernder Kampfhunde unter der Tür auf euch zugehetzt. Schauen wir mal, wie viel eine Meute ist. Vier Stück. Gut, da sollten wir jetzt ein wenig vorsichtiger sein. Du zieh dich mal zurück, du hast keine Waffe mehr. Du hilfst direkt mit dem Kampfhund. Autsch, sag ich ja. Au. Doch nicht so stark wie angenommen. So, Mürrim, du hilfst Geogon. Auch wenn du nicht so viel Schaden verursachen wirst, bist du eine gute Ablenkung. Aber ja, die Kampfhunde sehen zwar brutal aus, aber schlimm ist was anderes. Das heißt, wenn wir nochmal mit denen zu tun haben sollten, können wir das Ganze getrost ignorieren. So, Tirik, einen Schlag in die Seite bitte. Mhm. Du da hinten hin. Du auch da hinten hin. Und blockiert. Nicht mehr blockiert. So. Ihr steht in einem kleinen Raum, der göttererbärmlich nach Hunden, faulem Fleisch und Schlimmerem stinkt. Wollt ihr den Raum wirklich durchsuchen? Die Elfen nicht. Die warten draußen. Weit weg von der Tür. Der Rest durchsucht aber den Raum. Könnt ihr doch nichts Besonderes entdecken. Ja. Wir haben uns tierisch eingesaut. Oh, na gut, dann wird auf der anderen Seite wahrscheinlich genau das gleiche sein. Also nochmal Hunde für die Arena. Aber schauen wir lieber nach. Jo. Wieder vier Hunde. Diesmal wissen wir jedoch, dass sie nicht besonders stark sind. Also berechnen keine Magie. Den Raum durchsuchen wir jetzt nicht wirklich. Das wird genauso sein wie der andere Raum. Raus. Zurück. Und uns neu orientieren anhand der Karte. Südlich und dann westlich. Südlich und dann westlich abbiegen. Da waren wir schon. Da scheint man einen Schlüssel für gehabt zu haben. Ein langer Korridor. Noch mehr Zellen. Ihr steht in einem kleinen Raum, der als Gefängniszelle hergerichtet ist. Fauliger Stroh auf dem Boden, ein überriechender Eimer für die Notdurft, ein Fackelhalter und ein paar Kritzeleien an den Wänden. Ihr nehmt die Kritzeleien auf der Wand näher in Augenschein und entdeckt Folgendes. Hoch lebe das elfte Banner. Ha. Und wir entdecken ein silbernes Amulett. Spiegelamulett. Talana, guck dir das mal an. Hellsicht, Analyse.
Weiter. Spiegelamulett. Nuda Structura Magie. Dieses Amulett wirft einen Zauber zurück. Okay. So. Ja, kritzelt an den Wänden. Gut, gucken wir uns mal hier in den Gefängniszellen weiter um. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach den Magiern. Eine ganz normale Zelle. Aber genau, wir sind immer noch auf der Suche nach den Magiern. Und bisher haben wir nicht wirklich viel von denen gesehen. Das heißt, wir wissen nicht hundertprozentig, ob sie mit den Orks im Bunde sind oder ob sie das vielleicht wieder zerschlagen hat. Und wenn sie sich mit den Orks zerstritten haben und die Orks die Oberhand gewinnen, dann wären sie wahrscheinlich im Gefängnis gelandet. Oh, eine Grubenfalle. Vorsichtig. Knacken. Rondra, sehr Dank. Keine Orks. Mehr als 6 Wochen hält mich nun schon dieser finsteren Gemäuer fest, ohne dass mich Aussicht auf Flucht oder Hilfe zuteil wurde. Doch entschuldigt, ich ließ mich gehen. Priodan von Tann, mein Name, Hauptmann der Garde seiner Hoheit des Königs von Tiefhusen. Erlaubt mir, mit euch zu ziehen und mein Schwert sei eures. Boah. Seid uns willkommen, werter Herr. Sonst ist hier nichts. Und du hast keine Waffen. Und unsere Söldnerin hat genau diesen Zeitpunkt gewählt, sich zu verabschieden. Okay, zieh mal den Ringelpanzer an. So. Irgendeine Waffe haben wir bestimmt auch noch für dich. Ein Rondra-Kamm. So, schon besser. Raus. Weiter. Ah, hier waren noch 2 Zellen. Eine ganz normale Gefängniszelle. Leer. Du. Kriegen wir nicht geknackt. Okay, neuer Versuch. Also. Schon als ihr den Raum betretet, steigt euch ein süßlicher Geruch in die Nase, der euch den Atem raubt. Es ist Verwesungsgeruch. Wollt ihr den toten Körper näher untersuchen? Tut mir leid, Boron. Ja, wollen wir. Ihr dreht die Leiche um und erkennt das Gesicht eines Mannes, der wohl verdurstet ist. Den Burschen kenne ich doch irgendwoher, meint Gwendolyn. Klar, das ist einer der Schwarzmagier. Ja! Die uns vor Lorwagen den Salamanderstein abgenommen haben. Wollt ihr den Toten durchsuchen? Ja! Nach kurzem entdeckt ihr in einem kleinen Täschchen, das in der Innenseite seines Mantels genäht wurde, den Salamanderstein. Was für ein Glück! Aber holla! Ich lebe noch. Nee, tust du nicht. Wir haben Salamanderstein. Edelstein, nein. Wo ist der Salamanderstein? Ernst? Ah, da ist der Salamanderstein. Du bist jetzt auch hoffentlich der Echte und nicht wieder der Falsche. Oder der Falsche Echte oder Echte Falsche oder... Oh, oh. Ah, 2 Orks. Aber ja, sehr gut. Das heißt, eigentlich können wir jetzt hier rausgehen. Aber wir waren schon recht weit damit, die Orks hier zu verstümmeln. Also zum einen, weil wir ihre Nummern reduziert haben, also ihre Anzahl. Zum anderen, weil wir das Kriegsgerät sabotiert haben, die Hunde getötet und so weiter. Da sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort aufhören. Das heißt, wir gucken es hier noch zu Ende um, so gut es eben geht. Und sobald es zu haarig aussieht, ziehen wir uns zurück. Und Jalen dürfte inzwischen wieder... Wunden heilen können bei Gwendolyn? Ja. Schloss knacken. Drei Orks? Nö. Kann verrechnen, keine Magie. Denn irgendwo muss es doch hier einen richtigen Anführer der Burg geben. Oder mehrere noch. Wir hatten da zwar schon 1-2 Kämpfe, die ein wenig haariger waren. Ja, für eine Orkfeste geht das soweit noch. Einmal frisches Wasser. Ja. Mut steigt. Sehr gut. Und Priodan ist bestimmt auch erpicht darauf, hier rauszukommen. Also natürlich erstmal ein wenig Rache und danach hier rauskommen.
Nahrungsmittel und einige große Messer. Wollt ihr das Brauchbare mitnehmen? Nein. Was haben wir hier? Eine Vorratskammer? Nein. Wieder ein Hauptkorridor. Noch ein Korridor. Nein. In diesem Regal wird offensichtlich alles Mögliche und Unmögliche gelagert. Wollt ihr etwas näher daran herumstöbern? Ja. Bier, Wein, Schnaps. Das ist nicht wirklich alles Mögliche, das ist einfach nur Alkohol. Ja, schimmernder Schinken, weißbepelzter Käse, auf dem sich bereits hunderte Kleintiere niedergelassen haben. Oh, nö, lass mal. Es wird Zeit, wieder einen Blick auf Teleskate zu führen, oder? Aber egal, wo wir hingehen, wir finden verschlossene Türen. Das ist ein richtiges Labyrinth hier unten. Schloss knacken. Und wieder eine Latrine. Raus hier. Raus hier. So, Tirix. Das ganze Gewölbe hier zu erkunden dürfte Wochen dauern, ne? Na gut, folgen wir dem Gang. Hier weichen der Grubenfalle aus. Ha. Komm schon, knacken. Oh, eine Kiste. Sehr schön. Ihr seht in einem modrigen, wohl seit längerem nicht benutzten Lagerraum. Kiste. Den Inhalt der Truhe könnte man bestenfalls mit Plunder umschreiben. Mottenzerfressene Decken, rostige Helme, abgebrochene Hammerköpfe und dergleichen mehr. Schade. In diesem Regal liegen abgetragene Rüstungen orkischer Machart. Einmal abgesehen davon, dass sie euch nicht passen würden, sind sie fast alle so zerschlissen, dass sie auch kaum noch Schutz bieten würden. Viel interessanter ist allerdings, dass hinter dem Regal eine schmale Ritze in der Wand erkennbar ist. Wollt ihr versuchen, das Regal zur Seite zu schieben? Ja. Ohne allzu große Mühe schiebt ihr das Regal zur Seite und widmet der Wand dahinter eure genaue Untersuchung. Leider haben wir kein was. Na komm schon. Ihr entdeckt in der Decke über der Tür in etwa 3 Schritt Höhe eine kleine, etwa Silbertaler große, runde Öffnung. Leider ist das Loch für euch unerreichbar. Und so schiebt ihr das Regal wieder zurück an seinen Platz. Ha. Das ist jetzt komisch. Ist hier vielleicht noch was? Hier war alles Mögliche. Das ist ja komisch. Ist in der Richtung irgendetwas? Hier hinter. Da könnte was sein, ja. Talana, sprich mal Penetritzel, bitte. Talana, Hellsicht, Penetritzel. Lignum et lapis. Ja, da ist definitiv was hinter. Okay, probieren wir es. Talana, Bewegung, Transversales. Hinter das Regal. Kann sie sich nicht teleportieren, weil sie es nicht gesehen hat. Das Loch war zu weit oben. Mist. Na okay. Wohin nun? Dahin zurück würde ich ganz gerne. Einmal um die Tür zu öffnen, die wir übersprungen haben, aber auch um hier zu gucken, was da noch zu finden ist. Also nach Süden drehen und gleich wieder nach Osten. So. Jetzt hier hoch. Nein. Eingang weiter. Hier hoch. Dann müsste im Westen die Tür sein, die wir nicht öffnen konnten. Vielleicht können wir sie jetzt hier mit dem Schlüssel öffnen. Oder auch nicht. Was mit dir? Dich können wir so öffnen. Und hier war die Treppe nach oben. Na gut, dann schauen wir uns das gleich mal an.